Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Wir sind immer noch am Außenposten. Damit ihr euch nicht wundert, ich habe ganz kurz mal einen Ausflug gemacht. Zum einen hier zum zivilen Außenposten, um Sachen zu verkaufen. Und dann bin ich noch ein bisschen durch die Gegend geflogen und hab halt mein Inventar, das Inventar von Sarah und ein wenig oder das, was wir überhaupt verkaufen konnten, aus unserem Schiff, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, verkauft. Na? Aber wir werden gleich die Quest weitermachen. Zusätzlich müssen wir hier aber noch eine Quest machen, weil wir haben aus Versehen hier eine Quest angenommen. Da im zivilen Außenposten. Aber zuvor gehen wir an Bord und mir ist ja noch eingefallen, dass wir doch bei der Forschung... Wir haben doch einen Punkt verteilt auf... Dass du bist. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Auf Waffen und auf... Oder ich glaube nur auf Waffen oder auf Helm. Na, sag schon. Auf Rüstung. Müssen wir gleich mal gucken, wo ist denn hier... Da liegt so viel Zeug wieder rum. Leute, wartet oben. Hallo. Guten Tag. Wartet hier. Navigationskonsole. Das habe ich noch nicht verstanden, was ich damit mache. Das ist doch eigentlich das, was ich so oder so immer mache, ne? Egal. Hier, Forschungsstation. Da gehen wir nochmal ran. Wir haben nämlich auch Kleber kaufen können. Und daher gehen wir hier nochmal rein, schauen. Das ist noch blockiert, da brauchen wir Chemie 1. Chemie 1. Hier aber haben wir doch was. Was haben wir da? Aromastoff. Haben wir. Perfekt. Wieder ein bisschen weniger auf meiner Liste. Gewürze. Das fehlt uns. Und Tranquilita Sunray. Okay. Sagt mir jetzt gar nichts. Scheint aber ein Heißgetränk zu sein. So. Das wären... Ja, Fertigungsmaschinen, die wir noch so forschen müssten. Aber wir sehen ja, Außenpostentechnologie müssen wir auch noch kriegen. Helme blockiert, weil Raumanzug. Anzugsdesign, das fehlt uns noch. Aber Waffen, da haben wir doch. Hier Wolfram, haben wir ein bisschen was. Nickel, haben wir auch ein bisschen was. Sehr schön. Schmierstoff. Oh, sehr gut, weg damit. Forschungsprojekt Lauf Mod 2 wurde beendet. Oh. Lauf 2 Mod wurde beendet. Das ist für diese Waffe. Okay. Das ist gut. So, Griff und Kolben Mods. Wolfram? Haben wir noch? Haben wir? Ja, wir haben kein Wolfram mehr. Ah, schade, schade, schade. Okay. Und Klebstoff. Da haben wir eine ganze Menge gefunden. Oder besser, 10 Stück haben wir gekauft. Oh. Griff und Kolbenmods 3 fertig. Wieso? Wir hatten noch gar kein Wolfram. Okay. So. Oh, Optik können wir auch machen. Wir fangen mal mit Alu an. Alu haben wir noch. Sehr gut. Chlor. Na, haben wir nur 2. Schwerelosgrad haben wir. Sehr gut. Und dann bräuchten wir... Oh, guck mal. Warum ist das alles voll? Das verstehe ich manchmal nicht. Aber wir brauchen wieder Klebstoff. Und dann können wir weiter. Und Mündungsmods. Wir brauchen irgendwo Titan. Dichtmittel haben wir. Ja. Wir brauchen auch irgendwo mal her Titan. Müssen wir mal gucken. Gut, dann haben wir diese Forschung. Hierfür brauchen wir dann schon Waffenrang Technik 2. Ja. Aber... Immerhin, wir sind ein bisschen wieder losgeworden von unserem Stuff. Und wir müssen mal gucken bei Gastronomie. Was brauchen wir denn? Gewürz. Gewürz und dieser Tequila, dieser Tranquila Kababa. Gucken wir gleich mal, ob wir den machen können. Oh, hier haben wir aber noch was. Aromastoff, sehr gut. Oh, das ist fertig geworden, einfach so. Warum? Ich muss irgendwas...
Irgendwo muss ich irgendwas gemacht haben, was dafür sorgt, dass wir besser forschen, ne? Oder schneller. Weil Cocktailschule. Cocktailschule 2 haben wir jetzt hier sogar schon. Aromastoff. Wenn wir hinzutun, dann brauchen wir Spirituosen. Also jetzt... Oh, hier brauchen wir... Hier brauchen wir Alkohol, den wir jetzt immer verkauft haben. Aber wir brauchen auch Gewürze in Massen. Also müssen wir mal schauen, wo wir vorbeikommen. Werden wir versuchen, Sachen zu kaufen, Gewürze. Und dann müssen wir vielleicht mal vorher gucken. Haben wir hier zufälligerweise Alkohol rumliegen? Kann ja sein, dass unsere Kameraden hier irgendwie Alkohol haben. Nope. Oh, da nein. Barrett, persönliches Slate. Okay. Ich habe richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich als erstes hin, wenn ich zu Hause bin. Ich muss für so lange Trips echt mehr Snacks einpacken. Boom, Pop, mit Rhabarber, vielleicht ein Müsli. Irwin hat immer super Studentenfutter gemacht, mit kleinen Marshmallows als Sternen. Das vermisse ich. Okay. Interessant. Haben wir jetzt eingesammelt? So, aber ihr habt hier keinen Alkohol rumliegen, ne? Schade. Was seid denn ihr für eine Crew? Nicht mal Alkohol habt da. So, wir hatten doch hier... Oh, eine Toilette. Wir haben da unten auch eine Toilette, oder? Hui. Kein Alkohol? Leute, warum hat keiner in meiner Crew Alkohol? Hier, das meine ich. So eine Kisten. Da könnte ich doch eigentlich... Okay, da passt nicht wirklich was rein. Masse 10. Oh. Das ist wirklich wenig. Aber kein Alkohol, ne? Was ist das? Ein Tier der Milchgetränk mit... Okay. Ja gut, das können wir alles hier lassen. Also ich... Aber hier gab es doch noch eine Box hier. Spind des Captains. Da passt auch nur 40 rein. Okay, es ist nicht viel. Dann schlage ich vor. Wir machen eine Schnellreise. Landeplatz festhalten. Und fliegen nach dort. Dort sollen ja auch noch welche sein. Bremsraketen aktiv. Aussteigen. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff. Alles klar. Okay. Die haben wir schon zu 100% gescannt. Oh, was seid ihr denn? Friedlich. Okay. Der Weg ist sogar der richtige. Und ja, ich bin am Überlegen, ob wir nachher nicht einfach noch ein bisschen den Planeten erkunden. Aber das können wir theoretisch auch später machen. Argon. Wasser. Argon. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich glaube, die waren sogar defensiv eingestellt, ne? Ja. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Dahin. Wetter ist natürlich nicht unbedingt gut. Oh, was ist das denn? Aha. Da hinten ist noch so ein großes Vieh. Sind da zwei? Oh, Leuchtkäfer. 20. Okay. Euch haben wir schon. Guck mal. So, halt. So, jetzt müssen wir mal Waffen ausstatten, weil wir haben ein paar Waffen mehr dabei.
Wir sollten die mal etwas strukturieren. Also, die Pistole können wir erst... Sie ist schön, können wir aber erstmal weglegen, weil sie einfach... Ja. Nur bedingt gut ist. So, Sniper würde ich nach da packen. Dann haben wir alle Waffen jetzt drin, bis auf die Pistole. Oh, wir haben einen Status. Was haben wir denn für einen Status? B. Eiskälte und Schnee. Achtung, gefährliche Witterung. Sofort Schutz suchen. Okay. So, ich will die... Wer hat denn jetzt hier was Warum hast du auf sie geschossen? Du solltest das Viech ordentlich ausnehmen. Ich nicht. Du aber anscheinend. Warum auch immer. Also die Waffe macht auf jeden Fall Bums. Und zwar nicht zu wenig. Nur... Ist sie nicht sehr stabil, wir müssen sie also nochmal anpassen. Hallo? Und sie schießt halt nicht sehr schnell. Okay. Ich würde sagen, wir haben sie alle getötet. Auch wenn das ein ziemlicher Kampf gerade war. Ist das doch nochmal gut gegangen. Na, so. Gucken ganz kurz. Ja, Schwerelosrad, ob wir hier was haben, was wir noch gebrauchen könnten. Sprudelwasser, dich hatten wir. Oh, Dietrich, natürlich. Aber das war's, glaube ich. Comstation, eine Comstation. Okay, die ist, glaube ich, gar nicht so unwertvoll. Hat man dich auch? Nee. Nimm keinen Schrott mit. Halt die Backen, ich nehme mit, was ich will. Oh. Okay. Ich bin Botaniker. Warum? Ja. Warum sollten die Spacer? Woher soll ich denn das wissen? So, wir gucken mal. Habt ihr hier was Leckeres für mich? Können wir hier brauchen? Nehmen wir auch mit. Ah, guck mal. Obst. Obst ist immer gut. Warum kann ich das Obst nicht nehmen? Hallo? Das ist in so einer Schüssel drin, wa? Was habt ihr denn hier noch Schönes? Nickelblibbe. Was soll das sein? Na, 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 na. Ja. Nö. Die Situation gerät außer Kontrolle. Was? Tut sie das? Also, doch alles okay? Die Spacer sind furchtbar. Absolut. Ist alles in Ordnung? Was habt ihr denn?
Zigaretten. Ich klau dir mal dein Red Harvest. Und dein... Und das. Es waren einfach zu viele. Du hast uns gerettet. Bitte, bitte. Private Mahoney hat gesagt, ihr würdet kommen, aber ich wusste nicht, ob wir durchhalten. Nicht alle haben es geschafft. Aber du bist heldenhaft. Naja. Das höre ich oft. Du solltest deinen Leutnant danken. Er hat dafür gesorgt, dass ich nicht sterbe. Das war Torres? Der ist so naiv. Aber okay. Mahoney meinte, wir sollten uns verstecken. Wir warten in einer Höhle in der Nähe, bis das alles vorbei ist. Keine Sorge, ich passe auf die Zivilisten auf. Das ist doch nur ein Zivilist. Richte Torres meinen Dank aus. Okay. Können wir machen. Bedeutet, was will er jetzt von uns? Ach, das war wieder zurück. Okay, dann machen wir das doch mal. Reisen. Das ist halt das Gute jetzt mit diesen Schnellreise. Man muss nicht mehr von A nach B rennen. Also das finde ich gut gemacht. Luftschleuse aktiv. Aber wir haben immer noch einen Status. Wir gucken mal, haben wir was Hilfreiches dabei wegen Status? Was haben wir für einen Status nochmal? Wir haben 2 Stati. Prognose schlecht. Erfrierung. Also wir haben einmal die Erfrierung und einmal das andere. Das bedeutet, wir müssen was zu uns nehmen. Nein, nicht dort. Hilfsmittel. Wir hatten ja hier direkt was gefunden, gesehen, ne? Behälter mit Müsli. Was? Ne, wo steht denn das nochmal, was das macht? Ah, hier haben wir was. Einmal eine Heilpaste. So, und dann brauchen wir noch irgendwas gegen. Dann sollten wir kurz ins Frachtraum gucken. Hilfreiches. Da haben wir doch bestimmt was. Ah, das sind nur Medikamente. Heilpaste haben wir hier auch nochmal. Sehr schön. Nö. Ist hier zumindest nichts, was wir dagegen tun können. Aber das kann das mit dieser Kälte sein, ne? Status. Thermal. Deswegen sollten wir uns mal beeilen. Also nachts ist es hier anscheinend sehr, sehr kalt. Reden. Mahoney meinte, das Forschungslager wäre sauber. Ja. Ach, was würden wir nur ohne dich tun? Weiß nicht. Wahrscheinlich in irgendeinem Grab verwesen. Danke, dass du diese Mission zu einer Priorität gemacht hast. Wir beschützen die Zivilisten und lassen keine Soldaten zurück. Sehr gut. Manchmal muss man den Schaden begrenzen. Verletzte können gegen eine eingesetzt werden. Ah, der Krieg tobt noch. Wie lautet der Plan? Direkt zum Punkt. Gut. Die Spacer haben noch nicht angegriffen, aber Männer hinter dem Kamm abgesetzt. Sie dürfen keine Verstärkungen mehr kriegen, sonst überwältigen sie uns. Okay. Also müssen wir unsere Schiffe nehmen. Ziemlich, aber... Ihr haltet mich ziemlich auf Trab? Als Marine ruht man sich nur im Grab aus. Da stimme ich zu. Wir können nur standhalten, wenn wir sie von ihren Leuten abschneiden. Die Spacer haben 2 Gruppen. Wenn du sie ausschaltest, sind die Feinde hilflos. Okay. Also starte dein schickes Schiff und leg los. Jawohl, verstanden. Dann wollen wir mal. Ab in den Orbit. Mannschaft, kampfbereit machen. Bedeutet auch, wir müssen hier umschalten. Und die Waffensysteme hochfahren. Und zwar sehr schnell, sonst haben wir ein Problem. Fester Orbit erreicht.
Graf-Antrieb kann erstmal weg. Schilde ist klar, brauchen wir. Antrieb auf 2 sollte uns erstmal ausreichen. Wir machen... Da. Die Frage ist, wie weit ist denn das weg? Oh. Na dann. Reisen wir doch einmal nach da. Dann können wir den Planeten auch gleich scannen. Waffen haben wir eingestellt. Dann legen wir mal los. Keine Schäden. Uran, Batterien, sehr gut. Okay, das ist ein bisschen weiter weg. Können wir ja kurz mal Tempo aufnehmen. So, hier war doch noch ein Schiff. Warte mal, wir haben jetzt noch ein Schiff zerstört. Wo ist das denn? Nee, okay. Vielleicht sehen wir es so besser. Da. Weil wir müssen natürlich alles... Oh, guck mal hier. Kupfer, Blei. Das andere müsste Eisen sein, glaube ich. Gucken gleich mal. Uran, okay. So, dann würde ich vorschlagen, wir machen mal ganz kurz wieder runter. Ja, wir brauchen volle... Einfach wegblasen. So, wir sind ja im Orbit. Scannen wir doch mal. Aluminium. Aluminium, Helium und das andere ist wahrscheinlich Zusatz, der irgendwo noch mit auf dem Planeten rumgeistert. So. Dann fliegen wir doch ganz kurz zu dem Planeten hin. Dann können wir den auch gleich scannen. Ich glaube, das gibt auch XP und ich glaube, ich habe sogar ein Level gemacht. Ne? Bin mir nicht sicher. Wow. Okay. Okay, hier haben wir Wasser und Blei. Klein, Fauna, Flora 00. Also das ist ein extrem kleiner Planet. Theoretisch, wenn wir kurz landen. Komm, wir landen kurz hier. Dann haben wir beides. Dann haben wir den Planeten komplett entdeckt. Das ist doch auch nicht verkehrt, oder? Fahrwerk bereit. Runter mit uns. Wieder ein Scanner kurz. Anzug? Ja, ja. Blei auf der einen Seite, Wasser müsste auf der anderen Seite sein. Hoffe ich doch mal. Sonst landen wir direkt im Wasser. Da müsste Wasser sein. Aber wenn wir hier schon mal sind, können wir auch da mal zu dieser, was auch immer das da ist, mal ganz kurz hin.
Also das ist ja nun wirklich nicht weit weg. Da können wir wirklich mal kurz einen Abstecher machen hier. So. Planet wurde komplett entdeckt. Das sieht aus wie eine verlassene Anlage. Da liegt sogar was. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal so eine Quest gibt, dass man... Na, sag schon. Lagerkiste Silber und Nährstoff. Ah, okay. Dass man wirklich einen Außenposten bauen soll. Und der kühlter Magnet... Boah, erschreck mich nicht so. Es könnte eine Förderanlage sein für Blei. Geh mal kurz hin. Auf jeden Fall ist die Gravitation hier schön gering. Das sieht aus wie eine so eine Förderanlage, die wahrscheinlich für Blei sogar gedacht ist. Oh, was ist da? Was liegt denn hier rum? Einfach mal so ein Toxin, okay. Aha, aha, aha. Aber wir können hier nichts abgreifen, okay. Gehen wir rüber. Verlassene Relaisstation, okay. Es sieht wirklich verlassen aus, ne? Also ich sehe jetzt zumindest drinnen im ersten Moment niemanden. Trotzdem schlage ich vor. Doch, da ist wer. Wer seid ihr denn? Soldat am Boden! Ich sterbe! Gut gekämpft. Okay. Ich hab jetzt hier eigentlich mit niemandem gerechnet. Mhm. Eclipse, okay. Das können wir gebrauchen, glaube ich, für die Forschung. Was ist das denn? Dann mal los. Hey, das ist unfair. Was ist das? Ja, bin ich. Butter. Das wird böse für dich enden. Schaltet das Ziel aus.
war das? Kosmetikpaket. Habe Sichtkontakt zum Ziel. Filter Magnet. Komm nur her. Okay. Konzentration. Beschuss zu stark. Zurückziehen. Das schwerlose Draht, okay. Döp, döp, döp. Trauben. Auswählen, okay. Ja, meine, meine. Ziel neutralisieren. Wo da drüben? Du kannst nichts. So, das war's hier. Ne? Ja, die Bücher sind uns jetzt gerade vollkommen egal. Killt sie! Wir verlieren Leute! Ziel erreicht! Schwerer! Danke. So. Irgendwas ist da oben noch. Das machen wir gleich. Wow. Wow. Hinter uns? Nee, oben, oder? Ah. Das war jetzt gerade merkwürdig. Maske, okay. Also die Schrot, die neue, ist nochmal eine Nummer besser, finde ich. Als das, was wir vorher hatten. Wir gehen runter erstmal. Okay. Oh, Fasern. Flasche. Nö, 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 nö. Was haben wir hier noch? Na, na, na. Oh, ein Red Air. Verkaufsautomat. Credits sind immer gut. Die Flaschen sind leer. Dann sind wir hier eigentlich so weit durch und können nach oben. Da müsste ja auch noch jemand sein. Zumindest war ich jetzt der Meinung. Eine Forschungs... Okay, wir können mal ganz kurz gucken. Muss ja gelb dann sein, ne? Wenn wir irgendwas gefunden haben, was wir noch anwenden können. Schade. Wir haben nichts gefunden, was wir hier noch reinschmeißen können. Zumindest jetzt nicht auf den ersten Blick. Oder die Person war noch unten. Das kann auch sein. Weil sie wurde uns ja hinter uns angezeigt. Schauen wir mal. Wir gehen nochmal nach hinten. Hier ist keiner mehr drin. Da liegen halt noch Credits und so.
Und Waffen hängen. Ach Mann, schade. Hier wurde mir doch jemand noch angezeigt. Eine verbuggte Person, glaube ich, war das sogar. Durch die Granaten sind es hier alles rumgeflogen. Okay, das hatten wir. Okay, dann würde ich sagen, sind wir hier trotzdem jetzt durch. Nee, hier ist noch was drin. Okay, dann sind wir trotzdem meiner Meinung nach jetzt hier durch. Und können wieder verlassen. Ich wollte ja nur den Planeten ganz kurz erkunden. Kann ja keiner ahnen. Den haben wir nämlich jetzt zu 100% erforscht. So, das bedeutet für uns, wir müssen wir müssen jetzt nach da reisen, ne? Ich trage zu viel schon wieder. Wie, ich trage es wieder zu viel? Och, Mann. Sarah! Brauchst du was? Ja. Ich nehme dir gerne etwas Last. Gerne, gerne, gerne. Ich will mal bei den Waffen gucken. Haben wir noch was Besseres für dich? Das wollte ich ja auch noch mal gucken. Also ich gebe dir erstmal hier ein paar Waffen. Kannst du dir aussuchen, was du anlegst. Okay. So, ich gebe dir noch die Anzüge. Da haben wir definitiv nicht mehr so viel. Ein schöner Helm, ja. Kleidung. Oh, da haben wir aber eine Menge Kleidung bekommen. Weiß halt nicht, ob die wirklich was wert ist, diese Kleidung. So, Rucksäcke haben wir auch zwei. Das wäre schön, wenn wir ihr Ausrüstung geben kann, sodass sie mehr tragen kann. Also auch Rucksack, ne? Das wäre natürlich genial. So. Reisen wir hin, Feuer frei. Mach sie fertig. Ihr Greifantrieb ist um. Bevor der erste schießen konnte. Wir haben den Schildsystem ist beschädigt. Nix da. Wir sind nicht sehr schnell, aber... Warum lockt er das nicht ein? Ihre Schilde sind weg. Die springen irgendwo hin. Hörst du mich? Spacer rücken auf den Außenposten vor. Was auch immer du gemacht hast, es hat sie aufgescheucht. Komm schnell wieder zurück! Okay. Tut mir leid, ich brauche kurz Saft dafür. Denn ich will das einsammeln. So. Sogar noch ein Boost, tatsächlich stimmt. Da sind wir aber jetzt ganz schön schnell dran vorbei geschlittert. Aber ich glaube, wir haben alles eingesammelt. So. Haben wir. Gehen wir. Das ist ein Planet, wo ich mir denke, eieiei, guck dir das mal an. Wir haben Uran, Kobalt, Silber, Iridium, Platin, Plutonium, Nickel, bla, oh,
Ist auf jeden Fall ein Planet, wo man genau gucken muss, wo man sich am besten hinsetzt, damit man mehrere Vorkommen hat. Zum Beispiel wäre das ja hier so eine Art Position, wo man gucken kann, kriegt man beide, alle drei Sachen, dann hätte man Blei, Nickel und Uran, glaube ich, ne? Ja. So, ab nach da, Kurs festlegen. Landen. So, wir haben richtig viel verkauft und sind schon wieder voll. Ich weiß nicht, wo wir noch verkaufen können. Jede Menge organisches so. Material geben. Hallo? Dafür zahlst du. Ich finde die persönlich. Also ich finde sie gar nicht so gut, muss ich leider so sagen. Wir brauchen mehr Stabilität in der Waffe. Brauchen mehr Stabilität. Ach, wirklich? Ist jemand. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass hier wer ist. Da kommt noch mehr, wa? Ach, die ist verkürzt, ne, die Schrot. Da haben wir richtig daneben geschossen. In meinem Kenntnisstand kam da gerade neue. Oh, ein Helm.
La 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 la. Dann können wir wieder einfach kaufen, fliegen, ey. Och Mann. Aber gut. Dann ist das so. Danke, wir brauchen einen Stützpunkt, wo wir ordentlich was lagern können. Auch Waffen, Ausrüstung, alles. Wo war der denn da? So, dann sollten wir die alle jetzt erwischt haben. Sehr gut. Sehr schön. Aber wir haben natürlich trotzdem ein bisschen was kassiert. Die Wissenschaftler hier sind gute Leute. Jeder Tote ist ein Verlust für uns alle. So viele Leute. Das ist der Preis eines Kommandos. Jede Entscheidung führt zu Blut. Kontrafaktisches Denken macht einen nur verrückt. Konzentriere dich auf das Gute, das wir getan haben. Ja. Hat man nichts zu bereuen. Genau, wenn man jeden Tag bei jeder Entscheidung sein Bestes gibt, hat man nichts zu bereuen. Schön gesagt. Dank euch ist Altair sicher. Ich hätte fast schon Lust, Freestar zu schreiben, damit sie dir eine Medaille verleihen. Na, das wäre doch mal was. Die könnte ich direkt neben meinem Verdienstabzeichen tragen. Du könntest mir ein Kriegsgericht ersparen, wenn du mir nur dankst. Aber vielleicht willst du deine Medaille. Ich ziehe Credex ein Stück Blei vor. Eine Anerkennung wäre schon nett. Das bedeutet mir nicht viel. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß nicht, ob ich das alles gemacht hätte, wären unsere Rollen vertauscht gewesen. Aber ich vergesse dich nicht. Du bist jung und hast deine Zukunft noch vor dir. Ein kleiner Rat. Ich wurde schon unzählige Male nicht befördert, weil ich stets meinen Prinzipien gefolgt bin. Es gibt tausende Arten, mit denen die Befehlshaber einem Kompromisse abbringen wollen. Geh sie nicht ein. Deiner Karriere schadet es vielleicht. Aber ich blicke mit Stolz auf meinen Dienst zurück. Ich würde darauf hören. Ich hoffe, wir stehen uns niemals auf dem Schlachtfeld gegenüber, Captain. Falls es so kommt, erfülle ich meine Pflicht. Nicht, wenn ich es zuerst tue. Soldaten, wird Zeit, Freestar aus dem Weg zu gehen. Sehr nice. Peacekeeper hinzugefügt, okay. Schnapp dir, was nützlich ist. Haben wir. Lass den Rest da. Gut, dann sind wir soweit fertig. Wir werden jetzt nochmal ganz schnell verkaufen fliegen. Das machen wir aber ohne, dass ihr dabei seid. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Und dann machen wir weiter. Wir haben auf dem Planeten hier noch eine Quest. Die werden wir auf jeden Fall noch machen. Aber das dann beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und Shuddle!